Hallo, ich bin Nico und das ist Norbert. Wir sind von NSOK und ihr schaut Grasso Productions. Oh, ich geh kaputt. Hallo und herzlich willkommen zu Grasso Production. Nochmal aus dem legendären Hirsch in Nürnberg. Heute mit meinen Namensvettern NSOK, Dave, Christoph. Hallo. Wie geht's euch? Super. Also, wir können uns nicht beklagen. Ja. Und dir? Gut. Ja. Bisschen gestresst gerade, aber ansonsten alles gut. Die Antwort nur noch mit Ja oder Nein. Das hatte ich vorhin schon. Du wirst lachen, ja? Ihr müsst jetzt heute special sein. Ah, okay. Dann antworten wir einfach gar nicht. Das tust du mir doch nicht an. Nein, natürlich nicht. Ihr seid ja aktuell Supportband bei der Callejon Fandango Tour. Wie ist denn so die Stimmung? Bisher noch gut. Noch gut? Ja, ist der zweite Tag, ne? Also das kann sich in alle Richtungen entwickeln, aber ich denke, das wird richtig geil. Ja? Was sagst du? Nervöses etwas? Das ist noch, wir sind ja gerade erst so erster Tag, zweiter Tag so richtig, gerade erst richtig angekommen in der Tour oder noch nicht mal richtig angekommen und dafür ist die Stimmung schon sehr gut, aber das wird noch. Wir müssen wird uns, besser? Ne, das kann nur besser, also nicht kann nicht besser werden, aber es wird besser. Es wird besser, ja. Okay. Wir haben uns witzigerweise genau vor 3 Jahren hier kennengelernt. Da wart ihr auch schon Supportband. Ja, auf dieser Couch, die stand zwar da, aber... Couch. Ja, ja, die Besetzungscouch. Damals wart ihr auch Supportband von Callejon. Wie kam es denn zur erneuten Zusammenarbeit? Wir haben eine E-Mail bekommen, ob wir Bock haben und wir haben gesagt, wir haben Bock und jetzt sind wir hier. War das also Multiple Choice? So ja, nein, vielleicht? Ja, kann man so sehen. Okay. Ihr seid früher in der Schule halt, ne? Wenn man so ein Mädchen kennenlernen wollte. Willst du mit mir gehen? Genau. Ja, so nein, ungefähr, vielleicht. Ja. Genau. Okay, ja. Cool. Ich habe festgestellt, dass ihr absoluter Spitzenreiter seid. 4 Interviews mit Grasso Production. Hat man eigentlich noch Lust auf den ständigen Interviewkram? Christoph? Erstmal nicht, aber wenn man dann da sitzt, ist es meistens lustig und dann denkt man, das war schön. Ja? Ja. Sagst du das jetzt extra wegen mir oder? Nee, ist ein bisschen auch wie beim Zahnarzt, man will nie hin, aber wenn man dann da war, war es gar nicht. War es ganz geil. Ja. Komischen Fetisch, Christoph. Was machen denn die Jungs von NSOK so den ganzen Tag, wenn sie mal nicht auf Tour sind? Ich gucke Filme vorwiegend. Ja, ich werde bezahlt fürs Filme gucken. Nee, nicht ganz. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Also wenn jemanden zum Filme gucken braucht für Geld, ich bin dabei. Ja? Ja. Welche? Nee, leider nicht. Schade. Welche Filme sind die Favoriten? Alles. Alles? Guck alles. Guck alles weg. Okay. Und du, was machst du so privat? Alles weg. Ich mache auch Musik privat. Also auch beruflich privat quasi. Ja. Weil ich auch in einem Studio arbeite. In meinem Studio. Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Ich habe nämlich auf Instagram verfolgt, dass du dein Studio mega ausgebaut hast. Du arbeitest ja auch privat mit anderen Bands. Produzierst du oder beziehungsweise nehmt ihr auch die NSOK-Sachen bei dir auf oder wie ist das? Wir arbeiten immer mit externen Producern zusammen, einfach um so ein bisschen so eine dritte Meinung zu holen. Weil wenn man dann ganz allein alles macht, dann sitzt man so in seinem Fischglas und hat eigentlich keine Ahnung, ob das jetzt geil ist, was man da macht. Und so eine frische Idee so von außen ist dann manchmal ganz geil. Aber ansonsten, also ich habe bis jetzt immer bei uns alle Platten gemischt von uns und auch großteils aufgenommen, außer die Enigmatic Smile, da waren wir mal in Amerika. Aber ansonsten machen wir das bei uns, ja. Das ist ja auch ein Luxus, den jetzt viele Bands gerne hätten, einfach immer rund um die Uhr aufnehmen zu können, wenn man will halt und ja. Wenn die kreative Phase da ist, genau. Ab ins Studio. Genau. Oder Zeit. Ihr wart letztes Jahr mit eurem Album Devil May Care auf eigener Headline-Tour. Bleibt es dieses Jahr bei der Callejon-Tour oder dürfen sich die Fans auf mehr Live-Auftritte freuen? Es wird auf jeden Fall einiges passieren, aber viel darf man noch nicht erzählen. Nee. Aber wir haben richtig viel vor. Ja? Also mein lieber Johnny. Okay. Nee, aber es ist tatsächlich ganz viel geplant. Also es gibt noch nichts Konkretes, aber es ist... Ja, Festivals können wir ja schon ein paar nennen. Summer Breeze, dann Rock Hearts. Reload. Was haben wir noch? Rheinrock. Ja, ein bisschen geiles Zeug. Ich habe bestimmt welche vergessen und die sind dann traurig, dass wir sie nicht genannt haben. Und all die anderen, die wir gerade nicht im Kopf haben. Okay. Genau. Wann gibt es denn ein neues Album? Beziehungsweise arbeitet ihr schon an was Neuem? Wahrscheinlich schon und das ist das, was ihr jetzt nicht verraten wollt, oder? Wir haben letztens ein Bild gepostet und von uns im Studio. Habe ich gesehen. Genau. Mit
Nummer 4. Mit einem Hashtag Nummer 4. Uns hat keiner gecheckt. Wir dachten, oh, wir machen jetzt was ganz Cooles. Ja. Vielleicht checken ja die Leute, dass da was abgeht. Kein Kommentar, oder? Wir sagen jetzt immer noch nichts dazu. Wir sagen einfach nur, wir haben halt ein Bild gemacht von uns im Studio mit Hashtag Nummer 4. Okay. Und wenn man sich das jetzt so zusammenreimt. Wir können ja auch sagen. Nein. Nein? Das reicht. Ich wollte noch für manche, die es nicht. Also, wir haben 3 Alben schon rausgebracht. Achso. Ja, so, ja. Hint, hint. Also, jetzt muss es jeder verstanden haben, glaube ich. Ja, okay, also ich habe es verstanden. Das ist richtig. Ja. Kommen wir mal zum Thema. Zum Thema Fans. Was macht ihr denn, um den Kontakt zu euren Fans zu halten, beziehungsweise fannah zu sein? Wir gehen zum Beispiel immer nach der Show zum Merch. Das ist Tradition. Immer. Immer. Eigentlich, ja. Außer einer ist krank oder so. Ich glaube, ich lag einmal mit Fieber hinten im Backstage, da haben wir es, also ich mal nicht gemacht, dann sind die anderen hingegangen. Ja. Ansonsten immer. Ausnahmslos. Und das ist cool, weil man lernt die Leute ein bisschen kennen und man hört sich an, was die zu sagen haben, ob sie es cool fanden, ob sie es kacke fanden. Und man kann halt Autogramme geben, irgendwelche lustigen Fotos machen oder irgendwelche Schwestern anrufen, die nicht kommen konnten, aber großer Fan sind oder sowas. Videobotschaft. Genau. Und also wer uns mal treffen möchte, dann einfach nach zur Show zum Merch kommen. Okay. Hattet ihr schon das ein oder andere, also so eine creepy Begegnung mit einem Fan oder bleibt das alles ganz human? Nein. Nee, das ist creepy. Gab es mal richtig, also, nee, eine schwierige Frage, muss ich sagen. Hey, man, also der, vielleicht guckt ja der Fan das dann und dann sagt man was und dann ist der Fan. Du sagst da keinen Namen. Ja, also wir mögen ja unsere Fans, egal wie die drauf sind oder so. Aber es gab jetzt noch nichts von wegen nachts vor der Tür stehen. Ja. So. Okay. Gut. Aber fast. Alles noch im Grün. Nee, ja, es geht noch. Teilweise ein bisschen gelb. Aber großteils grün. Was man sagen muss, aber das ist ja eher auch was Positives, wenn halt die Leute sich zum Beispiel krass tätowieren lassen von unseren... Gibt's das? Ja, ja. Mega viel. Sogar mein Gesicht. Was? Das kenne ich gar nicht. Nein. Ja. Das kenne ich gar nicht. Will ich das sehen? Nee, aber da gibt's richtig krasse Tattoos. Also... diverse Artworks oder sowas und Symbole. Teilweise im Gesicht, wo ich mir denke, krass. Ja, ist doch geil. Ja, da hat man halt auch Verantwortung irgendwie ein bisschen denen gegenüber, ja. Aber es macht einen auch irgendwie stolz. Okay, ich habe euch ja schon ein paar Mal live gesehen und mir ist aufgefallen, dass wirklich immer öfter die gleichen Fans bei euch sind. Macht einen das stolz? Es macht sich immer stolz, wenn die Leute wegen uns kommen, egal ob das jetzt immer die... Meinetwegen, wenn wir jetzt ein Wembley-Stadion voll machen und das sind halt, wir spielen dann egal wo auf der Welt und es kommen immer wieder diese 100.000 Leute. Dann ist scheiße. Nee, dann ist cool. Dann ist halt wie so eine Party-Crew, die halt um die Welt reist. Von daher ist es egal, ob das jetzt immer dieselben sind oder... Aber es gibt tatsächlich welche, die übelst krass mitreisen, ja. Wo wir dann immer denken, ey, warum? Also nicht warum, aber also wie und... Ja. Also eine fährt 8 von 10 Shows. Die jetzt Tour. Bei der Tour? Hat sie dir das schon gestern verraten? Sie hat im Vorfeld mir ein Foto geschickt mit den Karten, ja. Krass. Das finde ich halt echt krass. So. Die fährt halt nur die Auslandshows nicht mit, aber in Deutschlandshows alle dabei. Warum fährt die Auslandshows nicht mit? Das finde ich kacke. Weil ihr sie nicht mitgenommen. Ja, kann ich nicht Nein, aber ja. Und krass ist natürlich auch im Umkehrschluss, wenn manchmal Leute von weit her kommen. Wir haben jetzt in Leipzig einen Abschlusstour gemacht im Final Round und da kamen halt Leute aus Finnland, so extra für die Show. Also nicht mal so, wir haben das verbunden mit Urlaub, nee, am Tag hingeflogen, nächsten Tag zurück. Ja, ist cool. Das macht einen dann stolz, stimmt. Ja. Gibt es für euch selber noch Vorbilder oder Bands, die ihr bewundert und wenn ja, welche? Also wir haben ja schon mit vielen Vorbildern gespielt, muss ich sagen. Das ist halt der Luxus, den man hat als Band. Also für mich war früher mal Caliban so eine richtig fette Band so und jetzt sind es halt Kumpels so. Jetzt sind es nicht mehr. Nee, Quatsch. Super, super Jungs. Oder Sandra war immer ein Vorbild von mir, von Guano Apes. Aber das kennst ist das Gleiche. Ja, das ist auch super. Also ich feiere das halt. Ne? Und glaube eher dann die Vorbilder, die richtig krassen Pop-Bereichs. Also zum Beispiel, ich bin absoluter Madonna-Fan so. Das ist für mich so, feier ich halt, weil die halt so eine geile Show hat. So. Das ist halt Entertainment, wie Lady Gaga zum Beispiel. Das ist halt, da ist scheißegal, ob das Ticket 120 Euro kostet, du kriegst halt was geliefert für die Kohle. Ne? Ja. Das mag ich halt sehr. Ich will ja unterhalten werden. Okay. Du?
Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ich natürlich. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht Madonna ist. Ja klar, das hat er doch gemacht. Nein, ich habe da keine Ahnung, was du auf deinen Mensch. Händen hast. Ja, aber das erwähnst du gar nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich, ja, das ist Madonna. Ja. Das ist Stallone als Rambo. Ja, weil du stehst ja auf Retro-Sachen. Auch, ja. Arnold Schwarzenegger. Jetzt sag deine Spaß. Vorbilder. Das ist tatsächlich wie bei Dave. Viele Vorbilder haben wir dann auch persönlich kennengelernt und das ist halt dann, also es ist halt krass zu sehen, dass die halt auch nur mit Wasser kochen, aber halt mit einer Magie, die einen irgendwie das bewundern lässt und dann, aber man lernt dann so ein bisschen, wie sie es machen und also zum Beispiel North Lane war für mich immer so eine mega krasse Band und jetzt bin ich mit dem einen so drei Ecken sogar, da habe ich den so ein bisschen in die Familie bekommen und den Drummer, den Nick und das ist dann natürlich cool, wenn man die dann alle auf einer persönlichen Ebene kennenlernt und dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und ja, das ist schon schön. Aber war das überhaupt die Frage? Ist egal. Okay. Es ist schön, dass du heute mit mir sprichst. Das lang und ausführlich. Du hast gefragt, ob wir noch Vorbilder haben. Ja. Oder? Ja. Ja. Hast du noch Vorbilder? Aber es ist nicht mehr so, dass man jetzt so sagt, oh Gott, ich würde jetzt schreien, wenn ich diesen Menschen sehe. Das ist überhaupt nicht mehr so. Nee. Nö. Okay. Aber, genau, reicht. Gibt es denn in eurem Leben irgendetwas, was ihr bereut oder würdet ihr den Weg genauso gehen, wie ihr es gemacht habt? Also ich bereue, dass ich so spät angefangen habe mit Musik. Ja? Ja. Wann hast du angefangen? Mit 23. Ist doch noch gar nicht so lange her. Ich bin 31. Willst du doch jetzt nicht sagen. Nee, Ich stehe dazu. Jetzt werfe ich dir das Kompliment zu. Ach Quatsch. Und du? Bereust du was? Ja. Was definitiv. Hören? Nee, aber das sind so meistens so Dinge, über die man natürlich ungern spricht, weil man sie ja bereut. Aber im musikalischen Bereich glaube ich eigentlich nicht. Also klar, ich hätte vor 6 Jahren auch schon gern die Musik gemacht, die ich jetzt mache. Oder die wir jetzt machen, aber das geht halt nicht. Das ist halt ein langer Weg und man entwickelt sich halt und da ist eigentlich alles cool. Okay. Viele Bands träumen ja von Ruhm, Erfolg und dem Leben auf Tour. Bei wenigen klappt das. Was könnt ihr jungen Bands für einen Tipp geben, dass sie es genauso weit schaffen wie ihr? Ganz kurz überlegen. Überleg, Dave? Also am wichtigsten ist am Ball bleiben halt. Das ist egal, wie viel Scheiße man fressen muss auf dem Weg. Also wir haben ordentlich viel Scheiße gefressen in den letzten Jahren. Aber das lohnt sich, Leute. Das lohnt sich wirklich. Einfach am Ball bleiben und immer das versuchen zu machen, was man will. Das ist wichtig. Ja, also ich hatte jetzt überlegt, weil ich wollte dasselbe sagen. Einfach durchhalten vor allem ist ganz wichtig. Aber so der Anfang ist halt tatsächlich schwer. Und da, glaube ich, kommt es echt drauf an, dass man einfach gute Songs schreibt und wirklich versucht, die beste Musik zu machen irgendwie, die man nur machen kann. Und das halt auch Leuten zeigt, die fragt nach der ehrlichen Meinung und das aufnimmt und immer ganz viel so daran arbeitet. Einfach nie so ein Riff schreiben und sagen, ja, das ist das beste Riff ever und dann nehme ich es auf und es fett und dann wundern, warum nichts passiert. Ja, na, wenn dann jemand Scheiße sagt, dann ist das ja vielleicht ganz gut. Also, wobei natürlich auch viele Leute jetzt dann wieder Scheiße sagen, auch zu guten Sachen, aber man muss es halt vielleicht ein bisschen ausfiltern und aber halt, also wichtig sind letzten Endes die Songs und die Musik und dann, wenn man das gut macht, dann kann das halt jeder schaffen. So. Gibt es für euch als Band denn noch Träume, die ihr in Zukunft gerne verwirklichen wollt oder seid ihr im Großen und Ganzen zufrieden, wie es ist? Also ich glaube, das haben wir vorhin in meiner Frage schon mal angeschnitten, das wird noch nicht verraten. Ja, wir haben halt ist das dein Ziel? Das ist mein Ziel? Die Nummer 4 ist dein Ziel? Das, was irgendwann dieses Jahr passiert, ist mein Ziel. Nicht die Nummer 4, ist was anderes. Also wir haben das macht es aber spannend. Ja, es ist auch spannend. Wir wollen ja auch nicht drüber reden, nachher klappt es dann nicht und dann sind wir alle traurig. Aber wir haben tatsächlich einen Plan, also nicht einen Plan, sondern also wir haben einen Plan, aber wir haben auch einen Traum und den haben wir schon, seitdem wir angefangen haben, uns zusammenzufinden als Musikgruppe und der steht halt ganz oben auf der Liste und wenn wir den vielleicht dieses Jahr abhaken könnten. Ja, schon ganz geil. Genau, und das ist der Plan. Okay. Dann bedanke ich mich. Kann keiner was mit anfangen. Nee, macht ja nichts, es ist spannend. Genau. Wir warten einfach und wenn der Traum dann da ist, dann sehen wir uns bestimmt eh wieder und dann machen wir das nächste Interview und dann ist ja alles klar. Genau. Dann ist das 5. oder 6. Mal? 5. 5.
fünfte Mal. Ne? Ja. Kannst du jetzt auch Hashtag Nummer 4 drunter schreiben? Oder das soll ich? Du kann ich machen. Hm. Ich mache das. Hashtag 4. Mal sehen, ob es dann jemand schnallt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Zeit. Und wir danken dir. Ich wünsche euch später eine gute Show. Danke. Ciao. Ciao. Bye-bye.